Ach, das war Drachengrab, war das andere. Wir suchen ihr Nest, brauchen ihr Nest. Die Dailies müsste ich auch noch machen. Ah, ich komme auch nicht dazu, mal mich einzuloggen und die mal zu machen. Ist halt schwierig, ist halt echt schwierig. Ja, und das 95er Set, ich müsste eigentlich genug Besucher haben. Und eigentlich, ja, also ich weiß nicht, ob das für mich, es macht das so viel Sinn, ein 95er Set zu haben, T4, weil das nächste, was ich mir hole, ist halt 115. Weil ich denke, also die anderen machen eher weniger Sinn. Und das 95er Set hat ja eigentlich so gesehen echt gute Statuswerte. Ich glaube vor allem das Hemdwandraumzustand und da muss ich mal schauen, ob das wirklich so viel Sinn macht. Ne? Das schauen wir uns dann gemeinsam an, würde ich mal sagen. Ne? Genau. Ja. Viel passiert ja hier nun nicht und ich weiß noch nicht, wie lange ich jetzt hier aufnehmen werde insgesamt. Weil wie gesagt, auf Dauer ist es halt echt monoton und langweilig. Und ob ich wirklich 50% mache, mal sehen. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass ich einen Quest XP Booster drin noch irgendwo habe. Aber anscheinend ist es leider nicht so. Haben wir noch irgendwie was, was wir öffnen können? Nö. Nö, nö, nö. So, einmal her. Oh, er ist Resistenz. What the hell? Liegt es daran, dass wir ihn gekrittet haben und er kurz gestunt war und ich das nicht machen kann, dass es da irgendwie nicht hinhaut? Oder zur Not suche ich mir halt einen, der mich im Nest levelt. Ne. Das kann man ja eigentlich auch machen, ist natürlich nicht. Naja, eigentlich nicht Sinn der Sache, ne? Aber naja, mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen, weil Geld habe ich noch, Gems habe ich noch und von daher wäre das ja kein Problem, ne? Also ich muss auf jeden Fall gleich aufhören, weil ich werde danach im Hintergrund noch weiter hier leveln. Ich muss ja noch rennen und es dauert ja auch noch eine Zeit und dann hochladen. Gut, ich habe jetzt das LAN-Kabel drin. Ne? Das Problem ist halt, das WLAN ist jetzt so schlecht gewesen, dass ich zum Beispiel bei dem Download hier von Guild Wars 2 ist es eigentlich schon fertig, aber ich möchte das komplett runterladen und das hat so lange gedauert, dass es nur halt unter 1 Megabyte waren und das bei einer, ich glaube, 100.000er Leitung haben wir hier. Es ist halt echt fragwürdig, warum das so ist. Ne? Warum das so ist. Ne, und ja, mit dem LAN-Kabel hat es ganz gut geklappt. Gut, dabei ist es ja auch sehr, sehr, sehr langsam. Nur 12 Megabyte. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Vielleicht ist das LAN-Kabel so beschädigt. Kann ja sein, kann ja sein. So, zack, 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 zack. Und yes, super. Dieser Skill war eigentlich auch ab Level 20 sehr, sehr wichtig, weil da konnte man nämlich, wenn ich mich noch recht erinnere, im Verlies, also im 20er Verlies, dort richtig geil leveln. Oder im Abby, genau. Konnte man sehr, sehr schnell leveln. Also es hat sehr, also es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, warum das so viel Spaß gemacht hat. Und der kleine Effekt, dass man PvP dort machen, betreiben konnte, war auf jeden Fall noch sehr, sehr schön. Da gab es halt einige, die sich bis Level 30 gelevelt haben, weil ich oder so. Ich glaube, bis Level 30 kommt man dann rein. Ich glaube schon. Ne? Und da haben die halt wirklich das ganze Set plus 9 gemacht, weil bis früher ging es halt nicht. Die Besten, also das Beste vom Besten, und dann hat man sich da behauptet. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schade, dass die Zeit vorbei ist. Aber ja, die Zeit schenkt dir ja eh keiner mehr zurück oder die kommt ja eh nicht mehr zurück. Von daher. Der kann mich. Achso, oh, fail. Oh, das hat mich natürlich einen anderen angegriffen. Ich dachte, what the fuck? Warum kann er mich angreifen, obwohl der doch gefeiert wurde, ne?
Naja, Fehler passieren. Alter, 4600. Oh, er wird uns jetzt one-hitten, ne? Das ist so unfair. Es ist einfach so unfassbar unfair, ne? Kannst du ja nicht ausdenken. Ich habe auch Golden Freeze, glaube ich, heißt der auf YouTube. Grüße genau auf jeden Fall raus. Sie hatten uns beim letzten Stream, das werde ich nochmal ansagen, wenn ich halt den It's Zibi weiter level. Der ist deutlich weiter als wir jetzt hier auf den Hauptcharakter. Das ist nämlich so. Der ist Level 38, glaube ich, jetzt mittlerweile schon. Und der Gute hat mir sehr, sehr viel erklärt, was es so Neues gibt. Und da bin ich auch sehr dankbar. Also er hat mich das Ganze schmackhaft gemacht. Und aufgrund dessen, wo ich gestreamt hatte, war der Stream war jetzt für mich nicht ganz so erfolgreich. Gut, ich habe auch keine Ankündigung gemacht oder so. Es hat trotzdem Spaß gemacht, muss ich sagen. Es hat trotzdem Spaß gemacht und hat sehr, sehr viel geschrieben. Und war es teilweise auch schwierig, hinterherzukommen. Jedenfalls habe ich mir eine neue Map angeguckt, teilweise. Ich wollte mir das halt nicht entgehen lassen. Ich wollte mir halt echt selbst einen Eindruck machen, wie schön die Map ist. Und die ist sehr, sehr, sehr schön. Also die gefällt mir sehr schön, was ich bis jetzt gesehen habe. Von den Mobs und so. I don't know what I'm thinking about. Ich hoffe mal, das ist richtig ausgesprochen. Jedenfalls, ja, eine sehr, sehr schöne Map. Die Mobs gefallen mir wirklich nicht so. Einige schon. Aber ich bin gespannt, wie die Stadt aussieht und wie krass sie bevölkert ist. Und dann möchte ich mir unbedingt auch gerne die Waffen und die Rüstung ansehen. Die kann ich ja eh nicht tragen, also noch nicht tragen, glaube ich. Ne? Das geht ja, glaube ich, oder doch, die kann man tragen. Aber es macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, weil unser Set ist ja komplett plus 10. Und aufgrund dessen, ne? Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns da so, bereitet, ne? Und ja, also ich entschuldige mich nochmal für die schlechte Beleuchtung. Vielleicht lasse ich das auch einfach, ne? Aber anders geht's ja jetzt nicht. Anders geht's ja leider nicht. Ob ich jetzt hier was umgestellt? Das wäre jetzt ja blöd. Mal gucken. Gut, alles gut, alles gut. So. Ein Kleriker. Und ich muss sagen, wir sind schon sehr cool aus, muss ich sagen. Ja, aber nur mit Helferleine. An 10.000 HP. Danke für den Buff. Vielen, vielen Dank. Glitter Ray. Vielen, vielen Dank. Also wenn ich jetzt den hinziehen würde und der macht nämlich auch, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, eine kleine AOE und dann sieht es natürlich düster für sie aus. Also es ist schon auf jeden Fall sehr schön, dass so. Und ich muss eigentlich wirklich öfters jetzt ankommen. Weil das hier ist mir eigentlich viel zu viel wert. Wie meint sie das jetzt? Mach ich doch. So, weiter geht's. Das ist schon mal echt krass, wenn man ihn crittet, ne? Und er dann stehen bleibt. Das ist schon echt, echt gut. Meine Güte, nervt sie doch nicht. Bitte. So. Ich glaube, 20% müssten wir
Haben wir schon, sehr schön. Haben wir. Gut, 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 gut. Ich sag mal so 30% mache ich jetzt mit euch, weil, ja, es macht ja Spaß, ne? Und dauert halt, wie gesagt, länger, ne? Aber da haben wir wenigstens noch den ausgenutzt. Und eventuell gehe ich nochmal, weil ich es unbedingt gerne machen möchte, und wir halt jetzt voll 14.000 und 2.911 Dev haben, gehen wir nochmal zu den Kalypsen. Das möchte ich gerne machen. Es gibt ja da auch, glaube ich, eine Quest. Da muss man halt die Höllenwächter halt erlegen. Und ja, was haben wir soweit? Müssen wir mal schauen, ne? So, weiter geht's. Komm mal ran hier. Ah, ich weiß nicht, kann das, wird das gestackt eigentlich? Nee. Das war auch wie ein kleiner Fehl am Rande, aber es gehört halt leider dazu. Übrigens, ich habe mir Helga-Waffe für den Joker gekauft. Die war sehr, sehr günstig, ich glaube 5 Gem. Ungehämmelt und plus 0. Und da dachte ich mir, ey komm, ich habe noch ein paar Hämmer und das möchte ich auf jeden Fall nutzen, die Chance. Weil so oft wird das halt nicht verkauft und ja, why not, why not. Ne? Und ich hoffe mal, dass ich... Sind das keine automatisch Sammelpads? Egal, auf jeden Fall sehen sie süß aus. Sehr, sehr süß. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich sie mir aufgehoben habe für einen besseren Moment. Und ich denke mal, das ist okay. So, 22%. Also es wird noch lange dauern, bis wir Level up sind. Aber dann haben wir es geschafft. Vielleicht mache ich es auch mal nachts oder so. Ich schau mal, was geht. Und vielleicht suchen wir auch einen Nest-Leveler. Weißt du schon, ne? Einen seriösen wäre sehr, sehr, sehr schön. Und der nächste Stream kommt, auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, ich weiß nicht, wann der Part jetzt rauskommt, kommt am, entweder heute, den Donnerstag, den 2. September, oder am 3. September, ne? Also heute, also Donnerstag oder Freitag, eins von den beiden Tagen. Schnell ausgeholfen. Die Gute tut mir ja sonst leid, ne? Also es ist ja echt frech, also es ist ja Wahnsinn, wie schnell die sie bedrängen, ne? Nur aufgrund dessen, weil sie einem supportet, ne? Ich weiß nicht, ob das in anderen Spielen auch so ist, ne? Ich habe da jetzt nur erfahren von Fiesta Online, aber das ist ja auch irgendwie dumm. Ist auch schwachsinnig, oder? Naja, ist ja egal. Ich habe mir es eher so vorgestellt, es wäre ja, glaube ich, klüger, wenn die Monster, die spawnen in einem Bereich. Und im Prinzip leben, klingt jetzt blöd, aber sie leben ja mit... Und, also die leben ja im Prinzip hier in einem Gebiet, ne? So, und normalerweise hätte ich mir das so vorgestellt, kann man sich ja so denken, dass, wenn die sehen, hey, da wird einer von uns, ne, angegriffen, wir rennen zu denen und nicht zu dem, der uns zwar nicht schadet, aber den, der unseren Kumpel hier, sag ich mal, angreift, ja, oh, 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 boah, ist das unfair. Jetzt muss ich mich beweisen. Sehr gut. Oh, danke, danke. Das fand sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe ein bisschen ausgeholfen. Ich weiß nicht, ob das jetzt geholfen hätte oder ausgereicht hätte mit ihren Heal. Ne? Aber es hat ja funktioniert. So. Zack, sehr gut. Also, das wäre jetzt so mein Gedankenweg. Das wäre eigentlich besser gewesen, ne? Weil das
Naja, die werden sich schon mal.